Sind Sie immer noch auf der Suche nach dem regelmäßigen Einkommen an der Börse? Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt noch bis zum 31.12. zusätzlich 10% sparen. Alle Informationen zum Börsendienst. Jetzt auf das i klicken. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien. Mein Name ist Jens Rabe. Und heute sprechen wir über ein ernstes Thema. Und zwar dieses Thema kommt aus unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Und zwar wurde da gefragt, was passiert eigentlich, wenn der große Bus kommt? Und es gab erstmal ein bisschen Verwirrung, was ist denn gemeint mit, wenn der große Bus kommt? Und hier ist natürlich gemeint, was passiert denn, wenn ich plötzlich krank werde, wenn ich plötzlich nicht mehr in der Lage bin zu handeln? Was mache ich dann eigentlich mit meinen ganzen offenen Positionen? Wie kann ich die denn clevererweise dann noch schließen oder wer kann das für mich machen? Und eine pragmatische Lösung, die präsentiere ich euch heute in diesem Video. Jeder von euch hat sich vielleicht schon mal Gedanken gemacht, Mensch, wie ist denn das überhaupt, wenn ich ein Optionsdepot habe, also gerade auch verkaufte Optionen, dann und es würde irgendetwas passieren, also wenn der große Bus kommt, wie das der Teilnehmer hier in unserer Optionshändlergruppe auf Facebook geschrieben hat. Und mit der große Bus war also tatsächlich gemeint, was ist, wenn du plötzlich krank wirst, wir nehmen mal das ganz Schlimme, wenn du vom Bus überfahren wirst. Aber es würde ja auch schon genügen, wenn du aus irgendwelchen Gründen nicht mehr handeln kannst. Ne? Du wirst krank, du kommst ins Krankenhaus, du hast vielleicht einen Unfall. Also wir wollen mal gar nicht das Schlimmste annehmen. Aber du hast keine Möglichkeit mehr, an deinen Rechner heranzugehen selbst. Und jetzt hast du verkaufte Optionen. Wenn du gekaufte Optionen hättest, naja gut, was kannst du schon verlieren? Den Wert, den diese Optionen haben. Wenn du Aktien hast, dann könntest du alle Aktien einfach mit einem Stop absichern, schon im Vorfeld, um dich auf so ein Ereignis vorzubereiten. Und du wüsstest, wenn es steigt, alles gut, wenn es fällt, fallen dir die Dinge raus und dann ist auch alles gut. Was machst du aber mit verkauften Optionen? Wir haben drei Probleme. Problem Nummer eins. Stop-Orders kannst du nicht setzen. Du kannst also nicht sagen, wenn ein bestimmter Minusbereich erreicht wird, gehe ich raus. Das haben wir ja schon sehr, sehr häufig besprochen. Stop-Orders bei Optionen funktionieren nicht. Die Market Maker würden euch abwischen. So, der Broker, bei dem du bist, der darf nicht. Das heißt also, wenn dann deine Frau sagt, Mensch, hier, ich weiß, der hat da irgendwie ein Konto und jetzt rufe ich mal schnell beim Broker an und sage, schließ mir mal alle Positionen. Der darf das nicht und der wird es auch nicht machen. Und der dritte Punkt, deine Frau kann es nicht. Ne? Das muss man jetzt ganz realistisch sehen. Denkt mal zurück, die meisten von euch werden über eine Plattform wie die TWS oder vielleicht auch Sink or Swim handeln, TradeStation, irgend sowas. Aber denkt mal dann zurück, als ihr mit dieser Plattform angefangen habt, wie kompliziert die war, ne? Und wie lange es gedauert hat, um euch da einzuarbeiten. Und jetzt könnte man ja hergehen und könnte sagen, naja gut, da mache ich einfach eine Schulung mit meiner Frau. Ne? Oder wenn ihr jetzt, wenn ich weiß, es schauen auch ganz, ganz viele Frauen zu, hat mich sehr gefreut auf der World of Trading, sind ganz viele Frauen auch gekommen, die gesagt haben, sie schauen die Videos an und handeln Optionen. Also besonderer Gruß an alle Frauen. Ihr sagt jetzt, ich bringe es meinem Mann bei, vergessen wir das Ganze. Weil, überlegen wir mal, wenn wir heute sagen, okay, Schatz, setz dich mal her für einen Notfall, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Dann ist das vielleicht in 1, 2, 3 Stunden zu lernen. Aber das ist auch in 6 Monaten, in 3 Monaten schon wieder vergessen, wenn man das nicht tagtäglich macht. Und jetzt kann ich mich aber nicht jede Woche hinsetzen und sagen, komm, wir machen wieder eine Abfrage. Ne? Weißt du noch, wie das geht? Also das wird niemand in der Realität wirklich machen. In dem Beitrag in der Gruppe kam dann noch der Vorschlag, man könnte ja eine Order machen, die sagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft wird die Option Market geschlossen. Market eine Option schließen, würde ich auch wieder nicht machen. Ne? Wenn es während der Handelszeit ist, mag das noch okay sein. Was ist aber, wenn es außerhalb der Handelszeit ist? Also, oder wenn es ein Wert ist, die dann vielleicht schon weit aus dem Geld ist, großer Spread. Also das würde ich definitiv auch nicht machen. Vor allem, ihr wisst ja dann gar nicht, bin ich im Plus oder bin ich im Minus. Also eine sehr, sehr schwierige Situation. Und wir hatten das auch schon mal hier bei uns in der Coaching-Stufe besprochen, Stichwort Notfallordner, Joachim, ganz spezielle Grüße hier an dich. Was macht man jetzt in so einer Situation? Und eine pragmatische Lösung könnte sein,
dass ihr ganz einfach eure Frau, euren Partner schon mit einbezieht in das Ganze, aber nur zu einem Teil. Und zwar, dass ihr ihn nur beauftragt, jemanden anderen zu beauftragen, es zu tun. Hört sich jetzt kompliziert an, ich will es euch erläutern. Stellt euch vor, ihr habt ein Konto und das ist bei irgendeinem Broker, ne? Das ist bei CapTrader, das ist bei Lynx Broker beispielsweise oder auch bei IB, wo auch immer, spielt keine Rolle. Dann macht ihr als allererstes eins, ihr nehmt einen Umschlag und in diesen Umschlag hinterlegt ihr alle eure Login-Daten. Also das heißt, ihr macht eine Kopie oder ihr schreibt erstmal euren Benutzername rein, euer Passwort und ihr macht auch ganz, ganz zwingend, ihr macht eine Kopie von diesen Login-Karten rein. Ihr kennt das ja alle, es gibt diese kleinen Kärtchen, diese blauen, wo man ja dann gefragt wird beim Login, da muss man so verschiedene Nummern eingeben und das kann man ja aus dieser kleinen Karte ablesen. Wenn ihr ein Konto habt, was größer 1 Million ist, dann gibt es diese goldenen Karten, wo man den Code eingeben muss. Das müsst ihr dann dazu schreiben, wo der liegt, damit eure Frau, euer Partner das entsprechend mit benutzen kann. So, das heißt, ihr hinterlegt als allererstes mal alle eure Login-Daten. Als nächstes schreibt ihr nochmal nieder, wen denn dann, ich bleibe jetzt mal bei der Frau, wen denn eure Frau dann anrufen soll. Und da wäre jetzt am besten irgendein Kumpel geeignet, der auch an der TWS ist. Also der eben auch sich, der zum Beispiel auch Optionen handelt. Die meisten von euch kennen doch auch jemanden, der das so macht. Es gibt doch ganz, ganz selten jemanden, der sagt, ich bin ja allein auf weiter Flur im Laufe der Zeit. Man lernt doch Leute kennen. Ne? Man sagt, Mensch, mit dem war ich auf Seminar, wir tauschen uns immer mal per Mail aus und so. Und dann macht solche Dinge, sprecht mal miteinander. Ne? Ich habe das ganz zu Beginn auch mit einem Kumpel gemacht und habe gesagt, Mensch, wenn mir mal was passiert, dann machen wir das so. Und er hat gesagt, und umgekehrt machen wir das auch so. Und so, und was sollen wir jetzt machen? Nämlich, eure Frau soll dann einfach, wenn wirklich was passiert, den Kumpel anrufen, soll sagen, pass auf, Notfall, wie vereinbart oder beziehungsweise wie im schlimmsten Fall angenommen ist eingetreten, schließe bitte alle Positionen und dann gibt sie ihm und zwar erst in dem Moment die ganzen Login-Daten, damit er das machen kann. Und er hat halt einfach nur die Aufgabe, die Dinger zu schließen. Und ich glaube, wenn ihr da mit jemandem sprecht, ihr habt eine Menschenkenntnis mit einem Freund, mit einem Kumpel, der wird das auch für euch dann tun. Ihr müsst ihm natürlich vorher, müsst das mal mit ihm besprochen haben. Wenn der dann noch nie was davon gehört hat, dann wäre das natürlich schlecht. Und warum gebt ihr dem jetzt nicht gleich eure Login-Daten? Aus einem ganz einfachen Grund. Login-Daten, es geht um euer Geld, das ist schon eine heikle Sache, die würde ich jetzt nicht einfach so weggeben. Ihr wisst nie, was ist. Wenn ihr sie eurer Frau gebt, wenn ihr sie eurem Mann gebt, dann ist das ja schon, ich hoffe es zumindest für euch, eine sichere Sache. Und deswegen behaltet quasi die Login-Daten, die Zugänge zu euren Konten, behaltet die bei euch und gebt erst im Notfall diese Daten weiter, mit eben der Vereinbarung, dass der andere das schließt. Wenn ihr das wollt, es gibt da jetzt Menschen unter euch, die sagen, hey, ist denn das juristisch alles okay und so weiter, dann macht von mir aus noch einen Vertrag, geht zum Notar, zum Anwalt, wie auch immer, vereinbart das. Aber ehrlich gesagt, so unter uns, das muss auch möglich sein, mit einem guten Kumpel das so abzusprechen. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ihr eins macht, nämlich, dass ihr in regelmäßigen Abständen, und das ist auch euer Job als Trader, dass ihr in regelmäßigen Abständen euch immer mal wieder abspricht, zum Beispiel einmal im Quartal, und dass ihr natürlich auch noch überprüft, Mensch, stimmt denn das alles noch? Stimmen eure Login-Daten noch? Stimmt noch? Manchmal bekommt man eine neue Karte zugeschickt oder irgendetwas, ne? Also, dass ihr solche Dinge einfach macht, wenn ihr eine neue Karte bekommt, sofort Kopie machen, wieder in die Unterlagen rein. Mit eurer Frau vielleicht einmal im Quartal das Ganze absprechen, nur kurz sagen, Mensch, du weißt, wenn irgendwas passiert, hier im Schreibtisch, da unten liegen die Login-Daten, das hier ist der Johnny, den rufst du dann an und der weiß Bescheid und dann ruft ihr ihn auch nochmal an und sagt, Mensch, Johnny, alles klar, noch bei dir, Login-Daten zur Hand, meine liegen auch bereit, wenn was wäre, du weißt, was du zu tun hast, jawohl, und ich mache das für dich, ne? Und das ist ein relativ pragmatischer Weg, um so eine Notsituation zu überstehen. Ich würde auch gar nicht empfehlen, auch wenn ihr mal krank werdet, ne, und ihr sagt, eure Frau sagt, naja, der ist jetzt im Krankenhaus, der kommt in 14 Tagen wieder raus, dass ihr dann zu dem Kumpel sagt, der soll in der Zeit eure Positionen managen. Nein, der soll sie einfach schließen. Der soll einfach den Status quo erhalten, alle Positionen schließen, die gefährlich werden könnten, also das heißt verkaufte Optionen.
und soll einfach den Status quo erstellen, weil dessen Aufgabe ist es nicht, für euch Geld zu verdienen, dessen Aufgabe ist es nur, euch vor Verlusten zu schützen. Und ihr solltet das umgekehrt genauso machen. Und das ist also wirklich ein gangbarer Weg, den man gehen kann. Wie gesagt, ich würde das immer nur mit jemandem machen, der selber auch handelt, der selber Ahnung hat, weil wenn ihr das irgendwie beim Notar hinterlegt oder beim Anwalt oder sonst irgendwas, das mag dann zwar rechtlich besser sein oder vertraglich besser sein, aber wenn der keine Ahnung hat, nützt dem das auch nichts. Und wie gesagt, geht mal gar nicht davon aus, ihr fallt irgendwie tot um, sondern ihr seid einfach nur mal 14 Tage, 3 Wochen außer Kraft gesetzt und könnt nicht agieren. Und dann ist eben so eine Lösung auf jeden Fall, zumindest aus meiner Sicht, sehr, sehr sinnvoll. Und wie gesagt, das ist euer Job als Trader auch, dass ihr an euer Risiko Management denkt, und das hat definitiv was mit Risikomanagement zu tun. Nicht nur zu schauen, wie groß ist die Position. Nein, auch mal zu schauen, ich bin der größte Risikofaktor, der vor dem Rechner sitzt. Wie kann ich denn das Risiko, was ich selber darstelle für mein Konto, wie kann ich denn das am besten managen? Und da ist das ein kleiner Schritt dazu. Das war heute mal kein so ganz optionsspezifisches Thema, aber ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, dass die meisten von uns in ihrem gesamten Traderleben nie in die Situation kommen werden, das zu nutzen. Wer aber mit den Informationen, die er jetzt hat, und der vielleicht sagt, Mensch, das ist ja eine ganz simple Idee, super. Wer jetzt sagt, ich mache nichts, der ist natürlich dann auch selber dran schuld, und da muss ich dann auch vorwerfen lassen, dass er eben kein guter Risikomanager ist. Und dann braucht er sich auch nicht wundern, wenn er nicht so gut bezahlt wird an der Börse. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch aber erstmal alles Gute, bleibt gesund, denn das ist sowieso viel wichtiger als alle Gewinne. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, auch mal über solche bisschen Off-Topic-Themen, ne? Schreibt mir das in die Kommentare oder kommt einfach auch bei Facebook in unsere Gruppe, die Optionshändler, einfach Facebook, die Optionshändler, ganz, ganz viele Leute dabei, ich glaube 1400 Mitglieder mittlerweile, und da wird rege diskutiert über Optionen, ist immer sehr, sehr spannend. Danke auch an alle, die da mitmachen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.